und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass ich hier einiges machen werde. Und sehr viel habe ich auch schon getan. Allerdings sehr viel. Was heißt sehr viel? Einiges. Achso, 70 sollten wir ernten, okay. Einiges möchte ich auch gerne mit euch zusammen machen. Jetzt ist mir noch was ganz anderes übrigens aufgefallen. Mir fällt übrigens gerade auf, dass hier der Weg ziemlich kaputt ist. Diese ganzen Eichhörnchen, die hier rumlaufen. Ich habe auch irgendwo noch ein Häschen mal gesehen. Ich habe mir die Aufnahme nämlich beim Schneiden angeguckt, also diese Szene. Ich bin in der Nähe von diesen Tieren gewesen und habe dann rumgestanden. Oder ist was zum Ausgraben? Ich wusste, dass ich jetzt erstmal das Falsche drücke. Dann habe ich mich da rumgestanden und habe euch irgendwas erzählt. Und im nächsten Moment ist dann das Eichhörnchen auf mich zugekommen. Und dann konnte ich es tatsächlich, ich glaube, annähern stand dann da drauf. Konnte ich mich ihm annähern. Und ja, das würde ich gerne versuchen. Jetzt sind die natürlich alle wieder abgehauen. Weil ich soll es ja eigentlich machen, wenn ich jetzt auf Uwas, glaube ich, drücke. Hier, füttere ein Kleintier. Das habe ich ja schon mal gemacht. Aber das hat der irgendwie hier drin nicht angenommen, weil das noch nicht freigeschaltet war. Ich habe übrigens sehr, sehr viel gemacht. Ihr seht schon, ich habe jetzt 1850 Dreamlight mittlerweile. Und von der Karte her, ich kann euch das zeigen, im Prinzip diese ganze Karte, also die Wiese unten und dieser Hauptplatz, hieß das, glaube ich, hier oben, habe ich jetzt befreit von diesem Zeug, das was hier überall, also diese, oh, da ist wieder was, was wir einlösen können, Himbeeren, so, alles mache ich hier nebenbei, von diesen Ranken, die hier überall waren. Übrigens, der Brunnen ist dadurch nicht verbessert worden. Also ich schätze mal, da müssen wir dann tatsächlich eine Quest machen, damit wir den hier irgendwie freischalten können. Das Ding hier ist am Leuchten. Ach so, ja, das war die Bibliothek, genau. Okay. Dann sehe ich jetzt aber gerade hier hinten in der Ecke noch was Schönes. Da sollte sich normalerweise ein Edelstein verstecken. Es tut mir auch leid. Meine Stimme ist immer noch nicht viel besser, aber ich weiß jetzt mittlerweile, woran es liegt. Weil meine Tochter nämlich krank ist. Wir müssen dann morgen mal zum Arzt fahren. Und sie mich sehr wahrscheinlich angesteckt hat. Das heißt, ihr müsst leider vorlieb nehmen, dass ich mich hin und wieder mal räuspern muss. Weil ich ansonsten nämlich dann gar nichts mehr sagen kann. Ach ja, wo ich gerade hier stehe. Oh, Moment, da ist doch ein Häschen. Das hebe ich mal auf und ich bleibe mal stehen. Mal gucken, ob meine Taktik aufgeht. Ich bin mir nicht sicher. Es läuft hier so langsam um mich herum. Eigentlich läuft es gar nicht um mich herum. Du siehst mich nicht, oder? Nee, jetzt rennt es weg. Das ist vielleicht doch nicht die beste Taktik gewesen, was ich mir jetzt gedacht habe. Hallo, Goofy. Ich würde ja auch gerne winken, aber ich kann nicht. Ja, nee. Also die laufen weg. Ich weiß nicht. Also das funktioniert scheinbar überhaupt gar nicht. Ja, wo müssen wir weitermachen? Ich habe eine Sache, die ich gerne mit euch machen möchte, aber ich möchte erst noch das mit Dagobert Duck zu Ende machen. Und der ist ja hier oben, beziehungsweise du stehst sehr nah an mir dran, wollte ich gerade sagen, und schon ist er auch schon wieder weg. Okay, sagen wir einfach, es bringt nichts. Also wenn ich hier diese Stücke finde, bin ich ganz ehrlich, dann möchte ich die auf jeden Fall mitnehmen, weil man die ja nicht so häufig findet. Also nicht so häufig wie die anderen Sachen. Deswegen sammle ich die jetzt gerade nebenbei mal ein. Jetzt geht das schon wieder los. Moment 3. Falls ihr etwas Lautes hört, wie ein lauter knurrender Bär, das ist mein Magen. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Ich habe gerade vorhin gegessen, also Hunger ist es definitiv nicht. So, da ist noch ein Stückchen. Also nicht erschrecken, ich habe hier keine wilden Tiere oder so bei mir drin. Sondern das ist tatsächlich nur mein Magen. So, Dagobert. Mit dir, da ist er. Möchten wir reden? Ach du Schande, stand da gerade. Sei gegrüßt, Nachbar. Genial. Nachdem du das Holz gesammelt hast, können wir damit beginnen, die Schilder herzustellen. Du kannst meine Werkbank im Laden benutzen. Ich möchte, dass du ein paar Schilder herstellst und sie überall im Tal aufstellst, damit andere wissen, wo der Laden ist. Auf Wiedersehen und bis bald. Wähle ein Rezept, um sicherzustellen. Ach so, das ist jetzt nicht das Schild hier, ne? Jedes Biom
enthält bestimmte Materialien. Experimentiere und entdecke neue Herstellungsrezepte. Oh Gott, erstens ist es viel zu spät für heute, habe ich das Gefühl. Und zweitens, ja, wie gesagt, also meine Stimme lässt jetzt gerade komplett wieder nach. Ist das jetzt Möbel? Ah, das sind seine Schilder. Mm. Ja, aber wie viele soll ich machen? Moment, das habe ich jetzt gar nicht. 4 Stück, okay. Nee, bei Möbel, da. 4 Stück, da brauche ich doch nur 12 von den Dingern. Wieso muss ich dann 25 sammeln? Naja, gut, okay. So. Es wird Zeit, Geld zu verdienen. Suche dann die Schilder von Dagoberts Laden. Ja, und das ist nämlich genau das, was ich jetzt durch Zufall rausgefunden habe. Und ich hatte extra noch eine andere YouTuberin gefragt, hatte aber noch keine Antwort bekommen. Und jetzt habe ich es durch Zufall selber rausgefunden. Und zwar, das, was, wo hier auch steht, haben wir da eigentlich irgendwelche Orte, wo wir die hinstellen sollen? Nö, das ist dem total egal, ne? Nehme ich mal an. Wir können I fürs Inventar drücken. Oder ich glaube, V war es für die, ja, für die Kleidung war es. Möbel haben wir ja direkt in dem Sinne nicht. Dann gehen wir hier auf die Möbel. Ach so, das heißt jetzt nur, dass das seine Ladenschilder sind. Dann gehen wir hier drauf und dann können wir nämlich hier was setzen. Jetzt bin ich, ah gut, mit den mit ASWD geht das. Die Frage ist jetzt, Kamera drehen, Gegenstand drehen war mit rechts, genau. So, da ist jetzt ein Pfeil. Würde ich sagen, machen wir mal eins hier hin. Und dann machen wir mal hier eins hin. Pfeil nach rechts. Sollte ihm ja total egal sein im Endeffekt. Und dann machen wir hier von der Wiese aus. Ja, so ein bisschen so. Und Pfeil nach oben. Und kann ich... Ah, ich kann auch scrollen. Also rein und raus zoomen. Das ist sehr schön. Dann machen wir hier... Ich muss nur den Pfeil noch sehen. So, da mal ein Schild hin. Und das, was ich jetzt durch Zufall nämlich rausgefunden habe in diesem Menü. Wir können natürlich nicht nur Sachen hinstellen. Wir können tatsächlich... alles, also ich kann zumindest alles markieren, sogar diesen Baum hier. Wir können alles umsetzen. Die Blumen, die können wir hinsetzen, wo wir wollen. Wir können die Bäume hinsetzen, wo wir wollen. Wir können alles komplett nach unseren Wünschen gestalten. Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich das jetzt schon so früh rausgefunden habe, weil ich wollte ja hier eigentlich ein Riesenbeet für mich machen. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Aber ich habe mir dann überlegt, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir hier unten auch nochmal ein ganz großes Beet machen würden. Und die Sachen, die wir hier unten dann ernten, dass wir die dann direkt hier verkaufen. Weil ich habe nämlich heute ein paar Sachen verkauft. Ich hatte, ich glaube, 3 Stapel voller Steine, als ich hier alles frei gemacht hatte. Und das ist natürlich wunderbar, wenn wir die dann verkaufen können. Ich mache jetzt hier mal die Sachen ein bisschen weg. Ja gut, die Blumen sowieso. Den setzen wir auch mal dahin. Das ist ja alles kein Thema, nur dass wir das dann so, das dann eins höher setzen. Ist ja immer noch der Pfeil, der in die Richtung zeigt. Und dann würde ich sagen, dass wir dann in dem Viereck hier was anlegen können. Das heißt aber auch gleichzeitig, da habe ich auch noch drüber nachgedacht, dass wir diese ganzen Büsche und Bäume hier, wo wir was einsammeln können, dass wir die einfach, ich bin mir noch nicht sicher, wohin eigentlich, dass wir die einfach irgendwo zum Beispiel bei uns hinstellen können und der Reihe nach einfach abernten können. Hier können wir uns hin teleportieren, aber hier ist nicht so viel Platz. Ich würde wirklich sagen, dass wir die zu mir hinstellen. Das bringt ja nur Holz. Jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen drehen. Das ist ja auch so ein bisschen im Weg. Die können wir... Ja, können wir die nicht... Nö. Ist
das zum Drehen oder was? Also warum man das jetzt hier nicht drehen kann, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das stellen wir, aber das kann ich einfach da drüber bauen. Okay, dann machen wir das doch einfach so. Dann fangen wir mit dem hier an. Ich werde das dann nochmal richtig schön machen später, ne? Also ich werde jetzt nur so ein paar Sachen mal dahinstellen. Hier ist auch nochmal so ein Apfelbäumchen. Im Endeffekt könnte man das direkt zusammenstellen, aber es sieht natürlich schöner aus, wenn es ein bisschen auseinander steht. Dann haben wir hier auch noch so ein Bäumchen. Und das finde ich richtig, richtig geil. Ich habe nicht gedacht, dass es sowas als Funktion gibt. Aber das ist richtig, richtig geil. Da sind die Bäumchen. Es sieht natürlich dann an anderen Orts ein bisschen, ja, leerer aus. Das ist schon klar. So, ich würde sagen, ach, da stehen sowieso schon welche. Ich würde sagen, dann stellen wir da noch was hin. Weil ihr seht schon, hier ist ja, kann man das eigentlich aufheben? Nee, also aufheben, damit wir das dann direkt eingesammelt haben. Das geht leider nicht. Aber gut, ist jetzt auch nicht schlimm. Hier ist nochmal so ein Strauch, den können wir noch mit dazu stellen. Ich hoffe, das ist jetzt hier so mit einem dazwischen, ja. Und wenn ich den jetzt umstelle, aber die Sachen bleiben ja da liegen, nehme ich mal an. Den könnten wir jetzt zum Beispiel auch hier reinstellen. Wenn wir jetzt einfach sagen, so. Ich weiß nicht, wie weit die auseinander sein müssen, damit das da besser fällt. Dass wir die einfach dahin, dass wir die alle so ein bisschen zusammengestellt haben. Die jetzt vielleicht nicht so direkt nebeneinander. Ich weiß nämlich nicht genau. Oh. Ich weiß nämlich nicht genau, wie das mit dem Holz letztendlich ist. Hier unten haben wir auch nochmal so einen. Wir können das aber auch nicht mehr hintereinander machen, glaube ich, ne? Hier. Also ich glaube nicht, dass wir die markieren können. Mehrere. Dann haben wir hier noch irgendwas in der Art. Da haben wir noch einen Busch. Ach so, zwei. Nee, einen Bananenbaum haben wir noch. Es liegt das da natürlich. Das ist doof. Das sind vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist jetzt. Achso, ich kann das doch weglegen. Ich bin ja auch doof. Ja, clever müsste man sein, ne? Da haben wir auch nochmal so einen Busch. Machen wir uns einfach wie so eine Straße hier hin. Wie so eine kleine Allee. So, dann haben wir doch zwei von denen. Okay, perfekt. Die Pflanze können wir mal ein bisschen hier wegstellen. So, einmal den Baum und einmal hier hinten den Baum. Natürlich, wie gesagt, optisch ist es sehr viel schöner, wenn das jetzt, ne, alles so ein bisschen verteilt ist und so. Aber man soll ja nicht nur nach der Optik gucken, sondern man soll ja auch ein bisschen, oder ich möchte zumindest, auch ein bisschen danach gucken. Ich hoffe, das ist jetzt so der gleiche Abstand. Ne, das ist ans Höher. Ich möchte auch ein bisschen danach gucken, wie es für mich effektiver ist. Weil ich habe gemerkt, dass ich doch sehr, sehr viel hier drin farmen muss. Und wenn man sich das dann ein bisschen vereinfachen kann mit sowas, dann denke ich mal, ist das schon eine gute Sache. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt alles haben. Jetzt bin ich hier wieder im falschen Monitor gerade drin gewesen. Wenn man drei Monitore hat, ist das immer ein bisschen kompliziert. Gerade wenn man sowas drehen muss, dann hängt man plötzlich mit der Maustaste komplett woanders. Ja, ich denke mal, das sind so doch die meisten. Man kann es rückgängig machen, man kann alles rückgängig machen. Speichern, beenden, einmal Escape. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Oh, ist das klasse. So, das nehmen wir jetzt auch mal direkt weg, damit hier ein bisschen mehr Platz ist. Ist das schön. Jetzt brauche ich hier nur noch einmal rumzulaufen. Gut, die anderen sind jetzt nicht fertig. Hier oben ist noch ein Bäumchen. Aber es ist zumindest alles irgendwo in direkter Nähe. Das ist richtig, richtig geil. Ah, super. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, klasse. Sprich mit Dagobert Duck. Ich habe schon. Nee, Moment, jetzt bin ich jetzt hoch. Ich habe schon total vergessen, dass wir hier noch in der Quest drin sind.
Oh, Dagobert, ich habe was ganz Tolles gemacht. Sei gegrüßt, Nachbar. Es klappt. Unsere harte Arbeit zahlt sich aus. Im Laden war den ganzen Tag viel los. Wir sind ein ziemlich gutes Team. Das stimmt. Ich helfe doch gern. Wenn du so weitermachst, könntest du eines Tages ein Vermögen besitzen, das fast so groß ist wie meins. Hier ist eine Kleinigkeit, die ich dir in dein Haus die du dir in dein Haus hängen kannst als Anerkennung für deine Investition in meinem Laden. Eine Ehrenmedaille oder was? Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun. Oh je, ich schätze, das wird immer so weitergehen, wa? Die Haare. Da muss ich gleich mal gucken. Lass uns die Vorderseite des Ladens ein wenig verschönern. Gerade genug, um zu sagen, wir haben alles, was du brauchst. Ja, oder komm rein und gib dein ganzes Geld aus. Das hört sich eher nach Dagobert Duck an. Aber ich würde jetzt mal freundlich sagen, wir haben alles, was du brauchst. Er ist ein bisschen bescheiden, findest du nicht? Aber vielleicht ist das genau das Richtige. Zu viel Extravaganz könnte die Bewohner des Dorfes vergraulen. Warum sammelst du nicht ein paar Blumen und für Blumentöpfe, mit denen du die Vorderseite des Ladens schmückst? Und für Blumentöpfe? Hier sind die Töpfe, in die du die Blumen stellen kannst. Zwei Stück. Ja, dann brauchen wir ja nicht viele Blumen. Auf Wiedersehen und bis bald. Jo. Okay. Möbel auswählen. Gestalte dein Universum Möbel. Ja, aber sollen wir hier reinmachen, oder? Stelle Löwenzahn und grünblühender Bartfadentopf mit den gesammelten Gegenständen her. Brauche ich jeweils zweimal? Das heißt, für mich... Ah, nee, ich kann das hier nicht machen, oder? Habe ich doch jetzt richtig verstanden. Ich kann jetzt nicht auf I drücken. Nee, das wäre jetzt auch nur die Garderobe, genau. Nee, da müssen wir das wahrscheinlich über den Tisch machen. Gehe ich mal... Ach, Moment, ich wollte doch wegen den Haaren noch kurz gucken. Ah! Ich meine, ich werde meine Haare behalten, aber... Reichtümer werden bald getrennt, weißt du? Oh, aber die kosten... Aber die Frisur sieht so Hammer aus. Ich mag ja keinen Pony, aber die Frisur sieht wirklich Hammer aus. Es tut mir leid, es sieht wirklich mega geil aus, Dagobert, aber ich habe kein Geld für so einen Kram. Das tut mir wirklich leid. Jetzt habe ich schon wieder die Aufgabe vergessen. Moment, wir müssen erstmal zu Goofys Haus. Und zur Werk... Ach so, er hatte doch auch eine Werkbank da drin. Ich bin ja so doof. Na gut, jetzt sind wir eh hier. Möbel. So, da... Sollen wir die zweimal herstellen? Ich habe das jetzt so verstanden, ne? Ja, obwohl das... Kann ich nicht mehr? Ach, da brauche ich Lehm für? Nee, für die Blumentöpfe brauche ich Lehm. Oder? Da muss ich nur zweimal insgesamt das Ding hier herstellen. So verstehe ich das. So. 0 von 2. Verteile die Löwenzahn und Grünblühner in der Nähe von Dagoberts Laden. Also draußen dann. Okay. Ich würde ja immer noch gerne schnell laufen, aber... Ach, ja, hier sind auch schon mal welche gewesen. Okay. So, jetzt kann ich ins Inventar gehen. Das war das, was ich meinte. Und, ach so, das ist unter Möbel natürlich. Und kann die... Ja, mal hier ein. Und die müssen wir aber dann drehen, weil die jetzt von der Seite sieht man die ja nicht so. Und da ein. So. Komm mal hier raus. Nee, komm mal raus. Kehre zu Dagobert zurück. Ja, sieht doch schön aus. Wo ist er denn? Hallo, hier bin ich. Ja, hi. Hallo. Wir haben es geschafft. Das Geschäft blüht. Mein Laden ist gerettet. Die Ladenfront sieht großartig aus. Aber noch nicht... aber noch wichtiger ist, dass... Die Dorfbewohner jetzt wissen, wo sie alles bekommen? Du hast den Tal einen guten Dienst geleistet. Du hast bewiesen, dass du ziemlich geschickt bist. Also schenke ich dir deine eigene Werkbank. Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Ah, cool.
Aber denk lieber nicht daran, mir Konkurrenz zu machen. Du willst dich nicht mit Dagobert Duck anlegen. Würde mir im Traum nicht einfallen. Na, das ist gut so. Dieses Dorf ist nicht groß genug für zwei Geschäftsleute mit Schwimmbecken voller Gold. Wobei ein Schwimmbecken könnte ich theoretisch herstellen. Danke, Gameplayerin. Es ist mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Ein neues Level. Oh, was ist das? Bei 3 hat er Säcke, keine Ahnung. Bei 4 kriege ich anscheinend Taler. Also ich nehme an, dass es die Sachen sind, die ich bekomme. Und bei 10 kriege ich den Inhalt seines ganzen Tresors oder was? Neue Rollen freigeschaltet. Wähle eine der folgenden Rollen. Eine der folgenden Rollen? Dein Begleiter kann mehr Materialien abbauen, wenn du am Abbauen bist. Ah. Mehr Ernte, mehr Fische, mehr sammeln, mehr Gegenstände finden. Das ist jetzt mein Begleiter? Ey, wie cool. Denke ich. Also muss ich mal testen. Wobei in dem Fall jetzt Gartenarbeit wahrscheinlich das Logischste wäre, weil ich ja mit der Gartenarbeit eigentlich ja versuchen wollte, mir Geld halt, also ne, mich zu finanzieren. Kann mehr Ernte einbringen, wenn du erntest. Ja, würde ich sagen, Gartenarbeit. Schließe Freundschaften, verbringe Zeit miteinander, tausche Geschenke aus, rede täglich. Neues Level, ja gut, 14. erlebe, wie sich deine Freundschaften vertiefen. Erlebt gemeinsam neue Abenteuer, schalte neue Handlungen und exklusive Belohnungen frei. Cool. Lass uns mit Freunden abhängen. Wenn du mit Dorfbewohnern abhängst, werden sie werden sie dir bei deinen Pflichten helfen. Verbessere deine Freundschaften und weise mehreren Dorfbewohnern die gleichen Rollen zu, um größere Abhängboni zu erhalten. Okay, und wie rufe ich den? Und dann können wir die einsammeln. Oh, wir haben über 2000. Wollte er nicht 2000 haben? Moment, da war doch gerade. Aber das sind nur die Sachen, dass ich die eingesammelt. Nee, Moment, Bergbau. Hier, da war noch was. 2100 habe ich jetzt. Sehr geil. Er hat eine neue Aufgabe für mich, glaube ich. Aber wir müssen jetzt erstmal eben mit Merlin sprechen. Da bist du ja. Prächtig. Das Dreamlight sammelt sich in den Tiefen des Brunnens. Du hast jetzt genug Dreamlight, um die Nachtdornen an der Tür des Schlosses zu vertreiben. Ah. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Beeil dich, beeil dich. Und jetzt Okay. hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ja. Machen wir. Oh, hallo. Richte deine Magie auf die Nachtdornen-Gameplayerin. Ja, einmal für 2000 entfernen, bitte. Bravo, Gameplayerin, bravo. Jetzt können wir endlich das Traumschloss betreten. Ich Oh, kann ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Ach, ich lüfte. Ich habe verstanden, ich knüpfe meinen Hut. Der sieht cool aus. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Jetzt erinnere ich mich, Gameplayerin. Es geht nicht darum, was im Traumschoss ist. Es geht darum, wer darin ist. Als unsere Herrscherin ging und das Vergessen das Tal übernahm, blieben einige von uns zurück. Andere wiederum beschlossen, in ihre Reiche zurückzukehren. Jede Tür vor dir führt in ein anderes Reich, zu einem Traum ihrer eigenen Welt. Das Schloss ist voller Tore zu anderen Welten. Ich freue mich darauf, neue Freunde zu treffen. Ja, das auch, aber ich möchte die neuen Welten entdecken. Auf der Suche nach den verschwundenen Dorfbewohnern wirst du hinter diesen Türen viele Wunder finden. Ich fürchte allerdings, dass sie sich nicht an Dreamlight Valley erinnern werden. Es liegt also an dir, einen Weg zu finden, sie nach Hause zu bringen. Wie ich sehe, hast du gerade noch genug Dreamlight übrig, um die erste Tür zu öffnen. Was, für 100? Echt jetzt? Du musst dich für das erste Reich entscheiden, in das du gehen möchtest.
Ich möchte einen verlassenen Planet mit einem schüchternen Roboter. Das wäre dann wohl Wall-E. Ein Restaurant mit einem großartigen kleinen Koch. Da es ein kleiner Koch ist, vermute ich mal. Ich meine auch, ich hätte gehört, dass der mit dabei ist. Ach nee, das haben wir, glaube ich, im Intro gesehen. Dass das Ratatouille ist. Und den Ozean mit einem Halbgott besuchen. Das müsste Vaiana sein. Ich würde gerne alles machen. Also ich würde eigentlich gerne mit Vaiana anfangen, weil ich sie am coolsten finde. Aber ich würde sagen, dass ich erstmal zum Koch in Anführungszeichen gehe, also zur Ratte. Weil ich hoffe, dass ich da eventuell andere Rezepte noch lernen kann. Oder irgendwie dadurch, dass er mir was freischaltet oder wie auch immer. Du wirst feststellen, dass der Koch, den du hier findest, mit Lebensmitteln wahre Wunder vollbringen kann. Köche und Zauberer haben viel gemeinsam, weißt du? Sobald du durch diese Tür gehst, gelangst du in ein anderes Reich. Hilf den Leuten dort, so gut du kannst. Erzähle ihnen von Dreamlight Valley und bitte sie um Hilfe. Wir werden all unsere Freunde hier brauchen, um uns auf das vorzubereiten, was vor uns liegt. Meister! Hab ich mich jetzt erschrocken? Was macht Mickey denn hier? Fragt Mickey über die Erinnerung. Okay. Aufgabe gestartet. Huhu, meine Erinnerung kommt langsam zurück. Früher hatte ich in Dreamlight Valley ganz viele Freunde. Zum Beispiel Remy. Er hat gerne neue Rezepte ausprobiert. Und ich habe sie immer gerne probiert. Ich erinnere mich auch daran, dass Remy irgendwann gehen musste. Damals hat er mir seine Rezepte hinterlassen. Damit ich sie für ihn aufbewahre. Wer ist Remy? Genau. Wo sind sie, würde ich jetzt gerne fragen, aber das hört sich so böse an, oder? Ich frage mal, wer ist Remy? Ich kann mir schon vorstellen, dass das die kleine Ratte ist. Oh, Remy ist ein großartiger Koch. Er betreibt das beste Restaurant im ganzen Dorf. Zumindest hat er das getan, bis die Nachtdornen angefangen haben, Dreamlight Valley zu befallen. Ich habe seine Rezepte überall im Tal vergraben. Um sie sicher aufzubewahren. Na toll. Das, damals dachte ich, es wäre eine gute Idee. Oh, wow. Du hast die Schaufel gefunden. Jetzt können wir ein Rezept besorgen. Essen zuzubereiten gibt dir Energie, damit du helfen kannst, unser Tal zu retten. Die Erinnerung, die du gefunden hast, sollte uns einen Hinweis darauf geben, wo wir das Rezept finden können. Boah, ist das anstrengend, so zu reden. Öffne das Sammlungsmenü. Mit O oder über das Hauptmenü wähle einen Gegenstand aus, um mehr darüber zu erfahren. Man sollte vielleicht O drücken, wenn man da nicht drin steht. Wähle einen Gegenstand aus. Gericht zum Beispiel. Gegrilltes Gemüse. Meinen die das? Oder das, was ich... Moment, gesammelt. Zutaten hier. Habe ich auf der friedlichen Wiese gekauft oder von Karotten bekommen. Ist logisch, ne? Ich meine, wir wissen ja, wo es die gibt. Ernteeinnahmen 3 Himbeeren, 3 Bananen, 3 Äpfel. Okay, zumindest haben wir das jetzt. Wissen wir jetzt, wie es geht. Drücke Escape, um das Sammlungsmenü aufzurufen und dir die Erinnerung anzusehen. Erinnerung auch noch. War das die hier? Nee, oder? Sonst haben wir nichts. Finde den Standort in Mickys Erinnerung. Ja, das war... Also entweder das oder das. Ach so, ja. Nee, hier ist die Ratte. Ah, das ist doch hier dieses eine, wo ich gesagt habe, das werden wir wahrscheinlich erst durch eine Quest bekommen. Ah, da gehen wir nochmal eben schnell hin. Ich wollte schon die ganze Zeit eigentlich die Folge beenden. Muss ich gestehen, was ist das denn jetzt schon wieder? Schließe verschiedene Aufgaben ab, um exklusive Möbel, Kleidung und mehr zu verdienen. Was ist denn das jetzt wieder? Trifft die Dorfbewohner, spricht 10-mal mit dem Charakter. Okay. Ja. Aber das sind Events. Also Events möchte ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht machen. Ich will mich jetzt hier auf die Quest konzentrieren. Warum das jetzt hier reinkommt, keine Ahnung. Das war das hier, ne? Genau, finde den Standort. Und jetzt, Mickey? Was ist nu?
Suche in der Umgebung. Suche in der Umgebung. Hier ist nichts. Erstmal ein bisschen hier einsammeln. Ja klar, bei den großen Bäumen kann natürlich auch überall noch was drunter liegen. Die habe ich total vergessen. Suche in der Umgebung. Aber hier, ah, doch, 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 doch. Aha. Ich sollte jetzt nicht umgeschaltet. So. So, benutzen. Das Obstsalatrezept. Das ist das hier. Das ist sehr schön. Sprich mit Miki, okay? Hallo! Oh, Junge! Wir haben es geschafft. Wir haben die Schaufel gefunden und das Rezept für... für... Obstsalat? Oh! Hehe. Die ganze Mühe für Obstsalat? Ist es ein magischer Obstsalat oder so? Alle Rezepte von Remi schmecken einfach zauberhaft. Auch die einfachen. Und ich wette, wenn du weiter suchst, wirst du Rezepte finden, die noch exquisiter sind. Remi würde dir seine Rezepte ganz bestimmt anvertrauen. Und ich glaube, sie zuzubereiten, wird dir gefallen. Wenn ich mehr von wenn ich mehr von Remis Rezepten finde, könnte ich vielleicht mehr Tatkraft entwickeln. Warum nicht? Eine gesunde Mahlzeit bringt Kraft. Dann kannst du das Tal noch besser auf Vordermann bringen. Aber bevor du Rezepte sammelst, sollten wir erst einmal dieses zubereiten. Dafür brauchen wir die Zutaten. Ich schaue mal nach, was ich in meinem Garten habe. Wenn du den Obstsalat zubereiten willst, findest du mich dort. Es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich ein Rezept von Remi gegessen habe. Haha, das wird lecker. Hier, nimm diesen Overall, der ist genau der richtige für die Gartenarbeit. Oh, cool. Yeah, ich habe Level 3 erreicht. Und ich hab Geht dafür zu Hause bekommen. Muss ich da draufklicken? Muss ich Escape drücken? Hallo? Ich glaube Escape, ne? Ja. Mikis Erinnerungen vollständig. Okay, dann sammeln wir hier nochmal schnell Stückchen ein. Haben wir schon mal gerade hier stehen. Ja, cool. Dann würde ich aber sagen, bevor wir jetzt da noch weitermachen und wieder... ja, weiterkommen und nicht mehr aufhören können und irgendwie das eine an das andere reiht, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und ja, schauen dann in der nächsten Folge mal, wie das mit dem Rezept und so weiter hier, Obstsalat war es, glaube ich, wie wir damit weiterkommen. Ich habe hier gerade so viele neue Eindrücke und ich würde dann ein bisschen alles auf einmal machen und ja, springe hier gerade innerlich im Dreieck. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.